Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir machen weiter mit Banjo-Tooie. Und beim letzten Mal sind wir fröhlich in der Klunkerkluftmine herumgeirrt und haben fast alles eingesammelt. Naja, fast alles. Ich habe die Kommentare unter den letzten Videos noch nicht gelesen, weil ich sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht hochgeladen habe. Beziehungsweise freigegeben habe. Hochladen geht bei mir relativ schnell, aber freigeben dauert immer so ein ganz kleines bisschen, weil ich finde ja, also mehr als ein Video pro Tag, das habt ihr ja fast gar nicht verdient. Nein, darum geht's nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist so eine Geschichte. Das hat sich bei Let's Playern einfach so ein bisschen eingebürgert, immer diese pro Tag ein Part-Mentalität. Ich könnte es auch ganz anders machen und wirklich alles auf einmal immer freigeben. Aber dann sind eben wieder andere Tage, wo dann wirklich gar nichts kommt. Ich weiß nicht, das ist so eine Geschichte, über die könnte man echt nochmal nachdenken oder so, aber... weiß ich nicht. Egal. Machen wir uns wann anders Gedanken drüber. Hex-Hex Park. Die Hex-Hex Park Betriebsführung bedauert Ihnen mitteilen zu müssen, dass kein Nahrungsmittel das Gelände verlassen darf. Also. Keine Fritten, keine Burger. So. Der Hex-Hex Park. Okay. Jetzt wird's schön. Weil das ist, also zumindest ist mir der Level gut in Erinnerung geblieben, sagen wir es mal so. Und ich bin auch gerne so einfach so hier herumgelaufen. Kann auch sein, dass ich mich jetzt total irre und der Level der letzte Schmonz ist. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass das Ganze ziemlich viel Spaß macht. Was mir übrigens gerade so auffällt, nee, wir hatten den Feder-Cheat aktiviert, ne? Deswegen habe ich jetzt 200 rote Federn und so. Mit Eiern hatten wir noch nichts. Gut, alles klar. Nee. Wen haben wir denn hier? Hallo. Hallo, meine Hübschen. Kennen wir uns, meine Dame? Nicht persönlich, aber ihr habt meinem Mann geholfen, als wir noch auf dem Freezy Peak gewohnt haben. Ah, da müssen Sie Frau Boggy sein. Wie geht's dem Großen? Ach, ein bisschen älter, ein bisschen dicker. Jetzt fährt er keine Schlittenrennen mehr, sondern sieht den ganzen Tag nur noch fern. So ein fauler Kerl. Naja, ich muss jedenfalls nach Hause. Ich habe mich mit meinen Kindern, Groggy, Soggy und Moggy, hier verabredet. Du hast nicht zufällig Interesse daran, sie zu suchen und herzubringen? Joa, wie Kinder eben so sind, ne? Da geht man mal mit ihnen in den Vergnügungspark, da verabredet man sich und sagt so von wegen, ja, seid dann wieder da und so, und dann kommen sie einfach nicht. Der Ticketschalter ist zu. Verdammt, da würde ich so gerne ein Ticket lösen, um auch in den Park zu kommen, aber vielleicht geht's ja auch so. Ich leg ihn schnell wieder auf den Grill. Die Kunden merken schon nichts. Ups. Jemand hat den Schalter gedrückt. Die Kunden merken schon nichts. Ah ja. Klingt ja vertrauenserweckend. Na gut. Boah, hier haben wir irgendwelche Howling Lucas-Menschen, die ganz böse Aua machen. Danger. 1000 Gigawatts. Ich glaube, das bedeutet, dass hier alles mächtig unter Strom steht. Insbesondere auch das Tor. Deshalb wir da vermutlich... Es wird wehtun. Ja, es wird wehtun. Okay. Ah, aber da oben sind noch Noten. Gut. Früher oder später werden wir dort also hinkommen, aber... Früher oder später ist eben nicht gerade jetzt. Na gut. Schnups, schnups, schnups. So. Oh. Irgendwelche... gewalttätigen Slotmaschinen, die man... Wie genau kaputt machen kann? Gar nicht. Warum kann ich nicht kaputt machen? Komisch. Man kann die wirklich nicht kaputt machen? Anscheinend nicht. Gut, egal, dann kümmern wir uns... Aua! Besser nicht um die Slotmaschinen, sondern laufen einfach mal weg, wenn wir sie sehen. So, das hier ist der Mittelpunkt des, ja, des Platzes, der Mittelpunkt des Hex-Hex-Parkes. Ein großes Zirkuszelt. Und da könnten wir eigentlich auch reingehen? Tatsächlich. Erst die Eintrittskarten, Freundchen. Karten? Wofür brauchen wir die denn? Man benötigt 4 Karten, um Kongas Großzelt zu betreten. Ohne Karten kein Eintritt. Okay, suchen wir die Karten. Konga, der Gorilla aus Mombus Mountain, ja. Er hatte uns mit Orangen beworfen und wir haben mit Eiern zurückgeschossen. Wer erinnert sich nicht gern noch daran? Ach ja, lang ist's her. Er arbeitet jetzt also im Zirkus, irgendwie faszinierend. Aber scheinbar als so eine Art Direktor, wenn man das sich so anguckt von den Klamotten her. Kann man das Seil hier hochklettern? Das habe ich mich gerade gefragt. Weil das sieht so... Das sieht fast so aus, als könnte man so hier hoch, tatsächlich. Uhuhu, interessant. Hier gibt's Stiefel. Das sind die Profi-Plop-Schuhe, aber du kannst sie erst benutzen, wenn du mich gefunden hast.
Noch mehr neue Schuhe, verdammt nochmal. Aber zumindest den hier können wir einsammeln. Kleiner, süßer, grüner Ginger. Profi-Plop-Schuhe. Jetzt haben wir schon die Schuhe, dann haben wir noch diese komischen Sprungfederschuhe aus der Klunkerkluftmine. Boah, noch keine Sau weiß, wo wir den verdammten Lou finden. Aber naja, okay. Wird ja früher oder später der Fall sein. Und, aha, hier finden wir noch einen Teleporter. Hier finden wir noch ein paar Noten. Und hier finden wir Gingers. Na dann. Unterschiedliche Fähigkeiten habt ihr noch nicht. Lass Kazooie daheim und komm als Bär ganz schlicht. Eure Plattform finden, das solltest du. Durch Drücken von B seid ihr wieder eins im Nu. Das ist dann alles weggetreten. Ja. Und jetzt können wir uns anscheinend trennen? Tatsächlich. Wir können uns trennen. Erfolg freigeschaltet. Brüche in Zukunft aus. Ihr habt euch getrennt. Wenn du mit dem anderen tauschen möchtest, stellst du dich auf einer Plattform oder in eine bunte Wolke. Was für eine bunte Wolke? Drückst B. Um wieder eins zu sein, müssen sich die beiden Charaktere nur berühren. Gut, jetzt könnte ich also als Banjo herumlaufen. Das bringt nur leider furchtbar wenig momentan, beziehungsweise, ja. Oder eben als Kazooie. Aber auch, naja. Bis auf die Tatsache, dass wir natürlich als Kazooie ein bisschen flotter unterwegs sind. Bringt das jetzt so für den Moment, glaube ich, auch relativ wenig. Müssen wir beobachten, beziehungsweise müssen wir mal im Hinterkopf behalten, dass wir das jetzt machen können. Und dazu gegebener Zeit eben einsetzen. Gut, so wie ich das sehe, ja. Einmal haben wir das Zirkuszelt herum, hier liegen überall Noten verstreut. Deswegen sammeln wir die dann einfach auch nochmal ein. Hier könnte man sich Honigfarben besorgen, wundervoll. So, kleine süße Slotmaschine. Will ich nichts mehr zu tun haben. Hier gibt's Pommes frites, wie es scheint, aber Pommes frites vom fettigen Joe. Die geschmacklose, fettige Alternative zu einem gehaltvollen Mahl. Boah, klingt spannend. Achso. Ja, wusste ich doch, da war noch ein Schalter. Verdammt, jemand hat den Schalter gefunden. Ich hasse Kunden. Immer wollen die etwas. Verdammt nochmal. Gut, Hi, fettiger Joe. Mach deine Bestellung. Aber Dali, ich habe zu tun. Das sehe ich. Wir mussten wirklich ewig anstehen an dieser unglaublich langen Schlange. Ein geborener Komiker, für wahr. Willst du ein paar matschige Pommes vom fettigen Joe? Ja, gib her. Eine Tüte Pommes, Joe. Tüte Pommes kommt sofort. Schönen Tag noch, oder so. Ich wusste, dass er das sagen würde. Ja, ich auch. Ich sollte mehr Pommes frites machen. Ich habe nämlich keine mehr. Du solltest dich wirklich auf den drohenden Ansturm vorbereiten. Na, du Freches. Okay, Pommes vom fettigen Joe. Klingt spannend, nur was machen wir jetzt damit? Ich weiß es noch nicht. Schnups, schnups, schnups. Gehen wir erstmal weiter. Ich glaube, es ist eine gute Idee, dass ich jetzt erstmal hier am Anfang einmal eine Runde drehe. Tritt ein und lass dir von Madame Grunty die Zukunft voraussagen. Allerdings sind wir vertraglich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass ihre Weissagungen nicht unbedingt positiv sein müssen. Ach so, ja gut. Das lässt sich noch einigermaßen verschmerzen, wenn sie nicht positiv sind, oder so. Weissagungen sollen dir auch die Wahrheit sagen und einen auch auf Schlimmes vorbereiten. Ah, willkommen. Ich lese eure Zukunft. Du erhältst ein paar Schellen. Das mag ich. Au. Warum? Sagt jemand dasselbe voraus? Ich lasse es drauf ankommen. Ah, willkommen. Ich lese eure Zukunft. Du erhältst extra Feuereier. Ach so. Gibt's hier. Wie oft gibt's hier was Neues? Ah, willkommen. Ich lese eure Zukunft. Du erhältst einige rote Federn. Jetzt ist sie aber wieder nett zu uns. Ach so, was? Wegen Renovierungsarbeiten ist Madame Gruntis Zelt vorübergehend geschlossen. Ob sich hier noch was tut? Ob das Zelt noch wichtig ist? Das weiß ich echt nicht mehr. Na gut. Lassen wir das einfach mal so stehen. Gut. Den fettigen Joe hatten wir. Jetzt haben wir hier den Hamburger irgendwas. Hamburger von Big L. 100% Fleisch vom Nagetier. Verfeinert mit einer synthetischen Käsescheibe. Klingt lecker. Yum, yum, yum. Ich liebe synthetische Käsescheiben, nein. Mein Burger gefällig. Big L verkauft die besten Burger im Hexex Park.
Bäh, wie konntest du nur einen Job im Catering bekommen? Tja, ich weiß nicht genau. Ich habe früher Toiletten geputzt. Ja, irgendwie ist mir der Appetit vergangen. Komm schon, probier doch mal. Ich habe noch ein paar übrig. Willst du? Ja, gib mal einen her. Madame Gruntis Zelt ist jetzt wieder geöffnet. So? Gib mir einen Hamburger, Al. Okay, Kleine. Der Burger kommt. Pommes dazu? Oh ja, bitte. Ach, schade. Ich habe nur Hamburger. Geh zum Fetting Joe. Ja, ist klar. Was? Ich habe keine Hamburger mehr. Ich treibe besser noch ein paar auf. Ich glaube, da ist einer genau unter deinem linken Fuß. Wo? Ich sehe keinen. Ja. Gut, Big L ist auch ein sehr interessanter Zeitgenosse. Wofür haben wir jetzt die Pommes und den Hamburger, also die Pommes und den Hamburger bekommen? Und sag mir nicht, also irgendjemand, na gut, irgendjemand im Park wird wohl drauf stehen oder so. Ah, willkommen, ich lese eure Zukunft. Deine Energieleiste wird aufgefüllt. Wie viele verschiedene Sachen kann man hier tatsächlich bekommen? Ich muss es testen. Ah, willkommen, ich lese eure Zukunft. Du hältst ein paar Schellen, das mag ich. Da müssen jetzt als nächstes Feuereier kommen, wenn das genauso funktioniert wie... Also wenn es eine feste Reihenfolge ist. Moment. Bup, 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 bup. Ah, willkommen, ich lese eure Zukunft. Du hältst ein paar Schellen. Was? Das mag ich. Gut, okay. Entweder ist es wirklich Zufall oder es ist Blödsinn oder ich weiß nicht genau. Ich, ja, wir lassen das jetzt für den Moment einfach mal. Gut, okay. Seltsames Wahrsagezelt. Keine Ahnung, ob man da noch irgendwas Großartiges machen kann oder nicht. Auf dem großen Zirkuszelt waren wir, aber da ist für uns momentan nichts zu holen. Die Honigfarben sind verpufft. War das im ersten Teil auch noch so? Sind die da nicht länger liegen geblieben? Also, spreche ich die ganze Zeit? Ich weiß gerade nicht mehr. Egal, so. Wo geht's jetzt hier hin? Das scheint die erste Attraktion zu sein oder so, oder? Aha, irgendwas wegen Geldtransporter oder so. Hier hinter den Türen gibt es Noten. Mhm. Ja, oder weniger gut versteckt. Oh, da oben ist ein Jinjo. Ja, jetzt kommen sie... Kommen sie irgendwie an den Jinjo ran. Ah, es geht tatsächlich. Uhuhuhu. Moment. Ja. Bup, 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 bup. Das kriegen wir doch hin. Das ist doch kein Problem. Und zum Glück sind die keine Monster. Das finde ich sehr schön. Gut. Kleinen Jinjo eingesammelt. 3 von 8. Gibt es auf der anderen Seite noch was? Ja, auf der anderen Seite gibt es tatsächlich was. Man kann dort hoch. Und dort ist das Zelt von Humba. Und man kann auf der Seite auch hoch. Und da oben ist eine Plattform. Interessant. Gut. Aber gucken wir erstmal auf der Seite. Was ist denn hier? Oh, hau den Lukas oder sowas. Leute, die Glocke und du gewinnst einen super Preis. Okay. Da kriegen wir doch hin, oder? Oder auch nicht. 20? Ach so. Ah, man darf mehrmals. Das macht auf eine gewisse Art und Weise nicht Sinn. Hä? Ach so, man muss auf verschiedene Arten das Ganze betätigen? Oder so? Ja, Cactus of Strength. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es denn noch? Moment. Mit der Bohrbirne einmal. Mit einer normalen Stampfattacke zweimal. Aber... Und dann hat man 20 Sekunden, um sich noch irgendwas auszudenken. Was soll... Was denn noch für Moves? Normal springen. Nee. Hä? Wir haben doch nichts mehr, oder? Was soll es denn noch geben? Verstehe ich nicht. Vielleicht lernen wir noch was oder so. Oder vielleicht mit Eiern oder so? Oder mit Granateneiern oder sowas in der Art? Moment. Hup, 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 hup. Vielleicht machen die so viel Wumms? Tatsächlich! Coole Sache! So, dann nochmal so. Und dann... Das könnte sogar ausreichen. Schnupp, schnupp, schnups! Tatsächlich! Oh, coole Sache! Ich hätte ja nicht, also... Ich wäre jetzt eigentlich unverrichtete Dinge wieder abgehauen, aber... Na gut. Da sehen wir wenigstens, dass die Granateneier auch echt nützlich sind. Ich hoffe, das wird in Zukunft auch noch so sein. Und dass die verschiedenen Eierarten auch tatsächlich einen gewissen gewinnbringenden Nutzen einfach haben. Weil, ja, dann würden die verschiedenen Eierarten auch wenigstens Sinn ergeben.
Crazy Castle. Und werden nicht nur so schmückendes Beiwerk oder so nach dem Motto kreiert, ja, wir mussten ja irgendwas machen. Luftschlosspalisade. Das ist ja immer die Gefahr irgendwie, vor allem... Was bist du? Ich bin ein Minjo. Erzfeind aller Jinjos. Ich sehe genauso aus wie ein Jinjo, deswegen hasse ich sie. Ich hasse sie so abgrundtief. Oh, wie sehr ich sie hasse. Bist du irgendwie unbesiegbar? Nein, du bist einfach nur extrem stark. Coole Sache.